Game Boy, Advance Kalender. Game Boy, Advance Kalender. Hier haben wir es mit einer Adaption von Max Payne 1 für den PC zu tun. Allerdings nicht in Form eines Third-Person-Shooters, sondern als ISO-Perspektiven-Action-Spiel. Da Max Payne ein eher blutiges Spiel ist und spätestens aufgrund des Rachemotivs FSK 18, ist es eine mutige Wahl für ein GBA-Spiel, allein schon, weil der Game Boy Advance damals ja eher auf jüngere Spieler gezielt hat. Aber gut, schauen wir es uns mal an. Man spielt den New Yorker Polizisten Max Payne, der nach der Ermordung seiner Frau und Tochter versucht, die Hintermänner ausfindig zu machen, um endlich seinen Frieden zu finden. Dabei stürzt er in einen Sumpf aus mafiösen Strukturen, Drogen und Korruption und weiß schnell nicht mehr, wem er überhaupt noch trauen kann. Neben der harten Action und Brutalität war Max Payne vor allem für zwei Dinge bekannt: die grimmigen Zwischensequenzen im Comic-Stil und der Einsatz von Bullet Time als Gameplay-Element. Vorneweg noch zwei Informationen. Information 1: Eines meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt ist Max Payne 2. Es hat nicht nur eine großartige Story mit genialem Storytelling, sondern auch noch eine Spielengine, die zum einen Action bietet, durch den Einsatz von Bullet Time, zum anderen aber Strategie und Geschick abverlangt. Schade, dass ich es auf meinem PC unter Windows 10 seit Ewigkeiten nicht mehr ins Laufen bekomme. Mein letzter Playthrough ist schon wieder viel zu lange her. Den ersten Teil mochte ich, aber er hat für mich nicht den Status des genialen zweiten Teils. Nun zur Information 2. Es gibt eine bestimmte Sorte Menschen, die noch nicht einmal der Satan höchstpersönlich mit der Kneifzange anfassen würde, und das sind Spieleentwickler, die ein Vier-Wege-Steuerkreuz für die Navigation in der ISO-Perspektive benutzen. Und damit kommen wir zu Max Payne für den Game Boy Advance, ein Spiel, das ich mögen sollte, es aber nicht tue. Und das liegt an besagter Steuerung. Ich klicke das Steuerkreuz nach oben und laufe, natürlich nach oben rechts. Ich klicke nach unten und laufe, ja, nach unten links. Und während ich aus dem Bildschirm rausge-one-hitted werde, fällt mir natürlich wieder spontan ein, in welche Richtung ich nun lenken muss, ist klar. Wo war das Problem, eine 8-Wege-Bewegung zu etablieren? Link's Awakening hat das schon auf dem Game Boy Classic hinbekommen. Und dann wiederum bin ich vollkommen baff, wie gut sie die Bullet Time in das Spiel bekommen haben und wie präzise man Schüsse im Flug lenken kann. Vollkommen irre, wie die Steuerung in einem und demselben Spiel so unterschiedliche Qualitäten zeigt. Und ähnlich ist es mit der Präsentation. Sie haben die Grafik eigentlich sehr gut hinbekommen. Die Schauplätze machen einen grundsoliden Eindruck. Die Animationen sind sehr sauber, auch die Comic-Sequenzen sehen dem Original verblüffend ähnlich. Und dann ist da der Sound. Die Musik scheppert verdammt unangenehm und wechselt nicht. Echt jetzt, die ganze Zeit gibt es nur zwei Lieder. Und das Voice-Over in den Zwischensequenzen geht selbst auf dem Game Boy Advance besser. Es ist echt ein wenig schade. Da hatten sie eine gute Vorlage und haben mit der richtigen Idee versucht, das Ganze für einen Handheld zu portieren. Und dann ist leider sowas rausgekommen. Hauptsächlich wegen der schlechten Steuerung halte ich das Spiel für quasi unspielbar. Mindestens aber für nicht lohnenswert. Deswegen mein Tipp: Wenn euch das Spiel interessiert, dann widmet eure Zeit lieber dem PC-Spielen, vor allem dem zweiten Teil, denn der lohnt sich wirklich. Das hier ist leider nur eine Adaption, die einfach an keiner Stelle funktioniert.